Mensch, jetzt müsste ich die Arbeit auch bald mal abgeben. Obwohl, einige Gebäude in der Stadt könnte ich mir schon noch angucken. Das Deutsche Rote Kreuz hat in Marienberg seinen Sitz im Bürgerzentrum. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Mittleres Erzgebirge grüßt die Bergstadt Marienberg anlässlich ihres 500-jährigen Stadtjubiläums recht herzlich mit einem Glück auf und dem Bibeltext Suche der Stadt Bestes. Seit über 115 Jahren arbeitet das Deutsche Rote Kreuz mit der Stadt Marienberg Seite an Seite zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und unserer Kinder. Wir wünschen unserer Stadt Marienberg für die Zukunft Glück, Frieden und immer viel Verständnis. Stets ein richtiges Händchen bei allen Entscheidungen. Eine Stadt für die Zukunft, in der wir Kinder gerne leben. Unterstützung der Vereine, vor allem den Kinder- und Jugendarbeiten, müssen immer stets an erster Stelle stehen. Immer zufriedene Bürgerinnen und Bürger. Und eine Riesenfete im nächsten Jahr. Alles Gute zum Geburtstag! Das Parkhaus hat doch auch mal zur Kaserne gehört. Da habe ich doch letztens mal was von gelesen. Das war doch eine Exerzierhalle. Was ist denn das eigentlich? Ob das im Museum wissen? Ich glaube, da frage ich mal nach. Hallo, ich habe da mal eine Frage, vielleicht können Sie mir ja helfen. Ich bin durch Marienberg gelaufen und habe mich gefragt, was genau ist eigentlich eine Exerzierhalle? Eine Exerzierhalle ist praktisch eine Halle, wo Soldaten zum Aufmarsch trainiert haben. Seit 1890 ist das möglich, so waren sie vor Wind und Wetter geschützt. Aber bereits seit 1753 sind die Soldaten hier in Marienberg stationiert. Wir sind eine Garnisonsstadt. Ach so, und das ist sehr interessant, dann bedanke ich mich. Und was ist das hier eigentlich für eine Vitrine mit den Ausstellungsstücken? Das habe ich ja noch nie gesehen. Also diese Vitrine beschäftigt sich mit dem Bierbrauen in Marienberg. Seit 1523 war das also möglich. Und diese Figuren, die du hier siehst, die wurden an die Bierbrauhäuser außen dran gehängt und vermittelten den Marienberger Bürgern, es ist frisches Bier gebraut worden. Ihr könnt also welches erwerben. Dann danke für die Info und ja, bis bald. Gerne. Liebe Marienbergerinnen und liebe Marienberger, wir vom Freiberger Brauhaus, Holger Scheidig und Frank Reorgel, gratulieren Ihnen auf das Allerherzlichste zum 500-jährigen Jubiläum der Bergstadt Marienberg. Seit vielen Jahrhunderten liefern wir unser köstliches Freiberger Bier auch in die Marienberger Region. Und nun freuen wir uns auf die Feierlichkeiten, die im Jahr 2022 stattfinden werden. Und da in Sachsen oder Kursachsen nichts ohne zünftigen Trinkspruch geht, frostig ist die Grubenschiene, wenn der Hund nicht drüber läuft, frostig ist des Bergmanns Miene, wenn er ab und zu nicht säuft. In diesem Sinne, Prost und Glück auf! Hallo Marienberg. Hallo. Und herzlichen Glückwunsch. 500 Jahre. Wahnsinn. Dann hätten wir heute angezogen deswegen. So, und wir haben vieles in Marienberg erlebt. Jürgen, du so zum Beispiel? Aus. Also bei 500 Jahren erstaunt selbst Wolfgang Lippert. Ich bin in Marienberg zur Schule gegangen. Ich habe Streiche gespielt in Marienberg. Hoch auf Marienberg. Absolut. Und du kennst auch? Ja, ich war in Pobershau vor, ich glaube, 2 Jahren zum Bergfest. Und das ist so cool. Also wirklich, dass auch diese Tradition noch sehr, sehr lange erhalten bleiben möge. Und ich habe es noch nicht geschafft, in 500 Jahren nach Marienberg zu kommen. Ich muss es mir jetzt vornehmen. Versprochen, versprochen.
Brandbekämpfung war in Marienberg doch bestimmt auch schon immer wichtig. Hatte ich da nicht was von schlimmen Stadtbränden gelesen? Genau im August 1610 hat es doch zum Beispiel den größten Stadtbrand in der Geschichte Marienbergs gegeben. Nur 6 Häuser blieben damals verschont. 550 brannten ab. Wie die Brandbekämpfung wohl heute organisiert ist? Da frage ich doch am besten mal bei der Feuerwehr nach. Die ist ja gleich hier um die Ecke. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden, werte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Marienberg. Mein Name ist Paul Scharschmidt vom Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge e.V. und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, ganz herzlich zu gratulieren zu 500 Jahren Stadt Marienberg. Von 1521 bis 2021, 500 Jahre Stadtgeschichte, die eigentlich in diesem Jahr würdevoll gefeiert werden sollten. Nur ein Teil der Veranstaltung ist möglich durch die Corona-Pandemie. Die Großveranstaltungen, wie beispielsweise der zweite Familientag des Kreisfeuerwehrverbandes auf dem Marienberger Markt am 1. Mai, musste leider abgesagt werden. Nun hoffen wir aber, dass das alles wieder in den Griff kommt und wir uns am 1.5.2022 treffen können, wenn es im Festjahr 500 Jahre Marienberg plus 1 auch vieles geben soll, wo würdevoll gefeiert wird. Und zu unserem Familientag wollen wir mit den Blaulichtorganisationen der Region zusammenkommen, Technik präsentieren, uns aber auch austauschen, etwas für die Familien anbieten, die immer den Rücken frei halten für unsere Einsatzkräfte und natürlich auch gemeinsam Spaß haben und einen tollen Tag verbringen mit allen, die sich im Blaulichtwesen engagieren. In diesem Sinne, wir sehen uns am 1.5.2022. Bis dahin, macht's gut! In unserer 500-jährigen Stadtgeschichte wurde von unserem Stadtgründer sehr früh erkannt, wie wichtig der Brandschutz für die Stadt ist. So wurde 1531 die erste Feuerlöschordnung durch Herzog Heinrich dem Frommen unterzeichnet. In dieser Feuerlöschordnung wurden einfache Regeln beim Umgang mit Feuern und die ersten Anschaffungen wie Eimer und einfaches Werkzeug geregelt. Die Ursachen für Brände waren damals schon der sorglose Umgang mit Licht und Feuer oder gar Brandstiftung. Das hatte zur Folge, dass die Stadt Marienberg im 17. Jahrhundert von 5 großen Stadtbränden heimgesucht wurden. In den folgenden Jahrhunderten wurden die Verhaltensregeln zum Schutz vor Feuer in der Stadt Marienberg erweitert. Um sich nicht nur körperlich zu ertüchtigen, sondern auch dem Gemeinwohl zu dienen, gründete der Turnverein Marienberg am 4. Juli 1862 die Freiwillige Turnerfeuerwehr Marienberg. Nicht nur der Turnverein erkannte die Wichtigkeit des Brandschutzes. Auch der Stadtrat hat damals schon erkannt, und es hat sich bis heute nicht geändert, wie wichtig der Brandschutz für die Stadt Marienberg ist. Waren es damals noch Spritzen, die mit Manneskraft oder Pferdestärke zu Einsätzen gezogen werden mussten, sind es heute moderne Löschfahrzeuge mit einer großen Anzahl an Ausrüstungsgegenständen, die von unseren Einsatzkräften beherrscht werden müssen. Mit der Wiedervereinigung 1989 wurde der Brandschutz nochmal neu ausgerichtet. Und auch das Einsatzspektrum hat sich für unsere Kameraden geändert. Heute sind es zum größten Teil technische Hilfeleistungen, zu denen wir ausrücken müssen. Auch die Brandschutzerziehung ist eine wichtige Säule für die Zukunft unserer Feuerwehren. Bereits mit 5 Jahren werden die Kinder spielerisch an den Brandschutz herangeführt. Die Dienste der Kinder- und Jugendfeuerwehren
werden von ihren Betreuern mit viel Begeisterung und Hingabe ausgestaltet. Und wir sind die Brandschützer von morgen. Seit mehr als 150 Jahren engagieren sich ehrenamtlich Bürger in den 14 Feuerwehren unserer Stadt. Sie sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bereit zu helfen. Wir wünschen unserer Stadt Marienberg mit all ihren Bürgern alles Gute zum 500-jährigen Stadtjubiläum. Feuerwehr Marienberg, Achtung! Auf unseren 500. Stadtgeburtstag! Ein Treffer ist gut! Wer? Gut! Wer? Gut! Wer?